Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich muss mal die Strecke ausmessen, um zu wissen, wie viel Kilometer Geld dabei möglich wäre. Die Uhr zählt jetzt wieder vorwärts. Aber wie auch immer das... Das ist in Ordnung, bei der Einbringung zählen wir immer vorwärts. Dann habe ich gerade etwas dazugelernt. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, vor über einem Jahr, kurz vor Weihnachten 2021, habe ich hier im Hohen Haus, beziehungsweise es war noch drüben in der schönen großen Halle, vom Wunschzettel der Thüringer Polizei zum Haushalt gesprochen und davon, dass es wohl wieder Enttäuschungen geben wird, wenn die Kolleginnen und Kollegen die Geschenke öffnen, die sie ihnen machen. Und was soll ich sagen, es ist aus meiner Sicht genau so gekommen. Die Maßnahmen, die ergriffen wurden, um dem Personalmangel der Thüringer Polizei entgegenzuwirken, haben kaum Wirkung gezeigt. Es wurden wieder einmal nicht alle freien Anwärterstellen besetzt. Und wenn man mit den Interessenvertretern der Polizei spricht, dann zeigt sich ein klares Bild, woran das liegt. Der Polizeidienst in Thüringen ist nicht attraktiv genug. Junge Menschen gehen in andere Bundesländer, um dort Polizist zu werden. Und wir schaffen es kaum, diese dann nach der Ausbildung nach Thüringen wieder zurückzuholen. Und aus diesem Grund halten wir an unseren Forderungen fest. Und in diesem Antrag fordern wir Verbesserungen in der Ausbildung, strukturelle Veränderungen zur Attraktivierung des Polizeiberufs in Thüringen. Wir fordern die Entlastung der Beamten von Bürokratie durch die Einstellung von Tarifbeschäftigten, eine Zusatzvergütung bei der Übernahme von höherwertigen Aufgaben. Und wir fordern eine zweigeteilte Ausbildung, die Digitalisierung der Ausbildung und des Polizeidienstes. Und wir fordern die Vorziehung des Einstellungstermins und die Prüfung, ob ein zweiter Einstellungstermin ermöglicht werden kann. Und wir fordern die dringliche Sanierung der Ausbildungseinrichtungen. Meine Damen und Herren, wir machen kein Geheimnis daraus, dass wir diese Forderungen heute hier nicht zum ersten Mal stellen. Und wir stellen sie erneut, weil wir davon überzeugt sind, dass sie richtig sind. Und diese Überzeugung teilen auch die zahlreichen Anzuhörenden, die zu dem Thema schon einmal Stellungnahmen abgegeben haben. Die FH Meiningen und das Bildungszentrum, die GdP, die DPOLG, der BDK haben nicht wenige dieser Forderungen bereits positiv bewertet. Umso mehr freue ich mich auf eine spannende Debatte, die wir ja heute hier nicht zum ersten Mal führen. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren. Frau Präsidentin, das ist manchmal halt auch so erforderlich in Zeiten schmaler Besetzungen. Aber wie auch immer, meine Damen und Herren, dieser Antrag zur Polizei ist nur einer von vielen, die die Attraktivität des öffentlichen Dienstes betreffen. Und wir schlittern in Thüringen auf eine Eiszeit zu in Bezug auf ausreichendes und gutes Personal. Und deswegen wollen wir gerne ein paar Säcke Streusalz mit bereitstellen. Und Sie sollten es ernst nehmen und eine Massenkarambolage verhindern. Und Herr Bieley, Sie dürfen sicher sein, dass wir nicht bei Ihnen kopieren müssen, weil wir seit langem eine solide Programmatik im Polizeibereich haben. Und Herr Walk, Sie machen es sich da ein bisschen zu einfach mit dem gemeinsamen Antrag, von dem Sie gesprochen haben und den Sie damals im Zuge Ihres Stillhalteabkommens weichgespült haben. Die Polizisten waren alles andere als glücklich. Und ich will Ihnen da mal nur ein Beispiel nennen. Also wenn Sie sagen, dass Sie für 50 Stellen mehr gesorgt haben. Ja, im Stellenplan waren dann 50 Stellen mehr. Aber das Geld, was Sie dafür eingeplant haben, das reichte nur für 16,67 Anwärter. Und das bedeutet, dass Sie auch wissen, dass der Polizeidienst in Thüringen so unattraktiv ist, dass wir gar nicht erst genügend Anwärter finden. Und wieso also nicht noch einmal das Thema auf die Tagesordnung des Innenausschusses holen und gemeinsam noch einmal die Forderungen der Polizei auch besprechen, auch der Polizeigewerkschaften? Sie haben es ja am Ende selbst noch ein bisschen mit angesprochen. Und wenn Sie sagen, Sie hätten die Bodycams auf den Weg gebracht, das ist noch lange nicht so weit. Und ich will Ihnen da auch anbieten, wir haben ja da einen Gesetzentwurf, der wesentlich weniger rechtliche Probleme hat als Ihrer. Sie haben es in den Stellungnahmen in der Anhörung lesen können. Wir bieten Ihnen an, dass Sie mit auf den Gesetzentwurf draufkommen und wir uns auf etwas Vernünftiges einigen können, meine Damen und Herren, sehr gern sogar. Und zum Thema Supervision. Also das, was Sie Pilotprojekt nennen, Herr Bieley, das halte ich für
einen Euphemismus im Sinne eines Potjomkinschen Dorfes, nämlich dann, wenn es nicht reicht, stellt man sich hin und sagt, jawohl, es ist ein Pilotprojekt. Wir werden nicht mehr Anwärter nach Thüringen bekommen, wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen. Eine Krankenquote von über 10% sagt doch schon, dass Mehrarbeit faktisch unumgänglich ist. Eine längst überfällige Sanierung und die damit verbundene auswärtige Unterbringung der Anwärter macht die Entscheidung gegen den Standort ja nicht schwieriger. Keine oder kaum Internetzugänge, fehlende Spezialisierungsmöglichkeiten und seit langem nicht besetzte Führungsposten werfen eben kein gutes Licht. Und eine schleppend und wirklich nur schleppend vorangehende Supervision, ich komme nur noch mal drauf, zeugt von geringer Wertschätzung. Und nebenbei gesagt, sie ist halt auch notwendig, wenn wir an unsere Polizistinnen und Polizisten denken. Sie brauchen ein ordentliches Paket in der Supervision. Und nicht zuletzt sieht nicht nur die Besoldung während der Ausbildung, sondern auch danach nicht danach aus, dass es sich für einen jungen, ortsungebundenen Menschen sehr lohnen könnte, seine Laufbahn in Thüringen zu absolvieren. Und unsere jungen Leute sind heute so mobil, dass sie dorthin gehen, wo es sich eben für sie lohnt. Und zum Thema Besoldung und Aufstiegschancen, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, in der Thüringer Polizei wurden erst im letzten Haushalt die Stellen im mittleren Dienst im Plan angehoben. In der Realität erreichen Beamte nicht das Endamt, das für ihre Laufbahn möglich wäre. Und ebenso sieht es im gehobenen Dienst aus. Und auch das ist ein Thema, an das wir ran müssen. Und deswegen, glaube ich, sollten wir im Ausschuss, und da bin ich auch gerne für nochmal die inhaltliche Debatte sehr bereit, im Ausschuss in die Details hineingehen. Und ich glaube, das wäre die Diskussion wert. Und das wären vor allem auch unsere Polizistinnen und Polizisten in Thüringen wert. Denn wir brauchen eine gute Polizei, die auch Leute anzieht. Dankeschön, meine Damen und Herren.